Bin ich schon wieder im Prinzip schon so weit, dass ich jetzt schon wieder anfangen kann, wieder neue Rohstoffe zu sammeln, weil ich habe einen kleinen Teil, habe ich wirklich im Rohstoffe sammeln verbracht. Und das finde ich, das sind so Sachen, die möchte ich ehrlich gesagt eigentlich nicht im normalen LP haben. Ne? Nicht mehr, weil da haben wir schon etliche andere Folgen von. Und das ist ein bisschen sinnbefreit. Das ist wirklich ein bisschen sinnbefreit. Deswegen sage ich mir dann, okay, komm, dann machen wir das anders. Dann werden wir jetzt ein bisschen in einem normalen Streams craften, um weiter Rohstoffe zu bekommen. Und halt ein paar Sachen aufzubauen, so wie den Smithy zum Beispiel, um Metallwerkzeuge herzustellen. Weil dann das muss ich dann auch nicht großartig zusammenschneiden, das kann man dann so einfach machen. So, okay. Ich wollte doch eigentlich am Service anhalten, oder? Seht ihr, wie fertig ich bin? Von Omsi. Omsi hat mich wirklich fertig gemacht heute. Ja. Komm. Halten wir mal hier eben kurz an. Hoffentlich passt das. Ja, das passt. Oh. Übrigens, was esst ihr oder trinkt ihr während dieses Streams jetzt zum Beispiel jetzt gesehen? Weil ich kann mir kaum vorstellen, dass ihr jetzt irgendwie so vor dem Spiel sitzt und beziehungsweise vor eurem Computer sitzt und nur zuhört oder irgendwas anderes damit macht. Aber hey, sowas soll es ja auch geben, aber... Ne? Wieder richtig hinsetzen. Weiter geht es. Ich denke mal so mit... Was? Warum ist meine F... was? Was doch? Verarscht mich doch hier gerade. Okay, es wird einspurig. Okay. So. Mit Wasser und Chips vom Computer oder Fernseher? Hm? Ne, und die ganze Zeit sich das komplett reinziehen. Wir sind hier mittlerweile über 4 Stunden, na eigentlich schon fast 5 Stunden on air. Und es macht... Sieht man jetzt von dieser kleinen Geschichte jetzt hier mit Arc ab, muss ich ganz ehrlich sagen, es hat sich jede Minute gelohnt. Es hat sich wirklich jede Minute gelohnt. Und auch wenn ich teilweise doch ein wenig wütender geworden bin, es hat jede Sekunde wirklich Spaß gemacht. Und das ist ja eigentlich die Hauptsache. Ich hoffe, das ist bei euch genauso, dass ihr auch eine Menge Spaß hattet bis jetzt. Und dass wir, also wie gesagt, also wir werden danach jetzt noch eine weitere Runde Arc aufnehmen, aber erst darf mein System kurz das Spiel patchen. Damit ich halt auch weiter craften und weiter zocken kann. So. So, da ist er ja wieder.
Ja, aufgewacht. Ey, du alte Pissnelke, du! Du verfickte Pissnelke! Und wie ich höre, gerade rechtzeitig. Damit du keinen Mord begehst. Du alte... Du alte Pissnelke, du dämlicher. Du alte Wichsbirne. Land ruhig, Toast. Land. Hallo, der ist mir auf der Gegenspur entgegengekommen. Der ist mir auf der Spur entgegengekommen und war eben voll abgeholt. Die Ladung kann ich wegwerfen. Die Ladung kann ich so wegwerfen. Ich kann Henkel dran machen und den wegwerfen. Das Alter! Ganz ruhig. Nimm ein Messer und weide ihn aus. Da werde ich nicht ruhig bleiben. Sag doch, nimm ein Messer und weide ihn aus. Liefer deine aktuelle Fracht ab. Verarsch mich hier gerade? Scout, nein. Ausführung ändern. Verlassen. Ne, also auf umgestanden, die Fracht ist glatt. Ist es auch. Die Fracht. Ist doch. Ist doch nicht mehr dafür. Die Lieferung kann ich abbrechen. Also, es bringt dann nichts. Wo stehe ich überhaupt? Ich stehe in Edinburgh. Oder? Ach so. Jetzt nein. Hat sich gleich dorthin zurückgesetzt? Ich hab F7 Enter gedrückt. Dann fahren wir jetzt in Bora. Ein neuer Truck? Nein. Aber im Prinzip von den Kosten her ist es neuer. Und so, und Freunde, da bin ich jetzt unschuldig. Mhm. Da bin ich jetzt wirklich unschuldig. Wenn der mir auf der Spur entgegenkommt, dann kann ich da nichts dran ändern. Stimmt. Es war zu schnell gewesen. Ich war jetzt nicht sicher gewesen, wer mich jetzt hier weggerammt hat, der Arsch. Das war der ähnliche welche. Und der hat auch noch genau auf dich gezielt. Nee, da ist mir einer mit, da ist mir einer ohne Fracht entgegengekommen. Ich dachte, das wäre der gewesen. Nein. Der hat uns beide abgeräumt gerade. Na, vielleicht hat der andere den gemeldet. Ja, ich hoff's. Weil offen gestanden, solche Vollpfosten, und ja, es kann. Man kann es nicht anders beschreiben, solche Vollpfosten, die sollte man möglichst schnell aus dem Spiel entsorgen. Ja, vielleicht hat er auch gerade überholt gehabt. Ja, genau, dann sieht man aber, dass da einer entgegenkommt. Hä? Das ist die andere Sache. Ich bin hier in England. Und da sollte ich dann doch schon eine richtige Fahrspur nehmen. Weil, wenn ich schon anfange zu mutzen, dann muss es dann auch richtig sein. Boah, Leute. Geht ja hier schon gut los wieder. So, was hast du normalerweise nur einmal? Normalerweise. Oder Wolf sitzt mit Wasser und Chips vorm Rechner oder vorm Fernseher und guckt sich den Stream an. Ich finde das interessant. Wasser? Mit Wasser und... Ja, er ist doch noch relativ jung.
Ja, und trotzdem Wasser. Ja, er muss doch abends einschlafen können. Oh, mein DHL-Paket kommt. Oh, mein Paket ist heute angekommen. Ich hab's vorgestern Abend um 20 Uhr bestellt. Gestern wurde es. Heute wurde es losgeschickt. Okay. Um 8 Uhr. Okay. Und heute kommt es zwischen 15 bis 18 Uhr. Ah ja. Also, was schlussfolgern wir daraus? Was? Ja, ich habe hier gerade irgendwie Weihnachtsmusik auf Ohren. Ist das Weihnachtsmusik? Ich hoffe es nicht. Moment, ich muss mal kurz noch hören. Aha. Weil irgendwie hört sich das echt pervers nach Weihnachtsmusik an. Ich meine, die erste Weihnachtsware steht ja schon in den Läden. Okay. Ja. Jetzt schon? Ja. Die erst, doch klar. Okay, er hat hier auch Cola, keine Sorge. In 2 Jahren hat er hier Bier stehen. Ja, ob das hier, ob du da jetzt drauf stolz sein kannst, dass du da Bier stehen hast, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, du hast Weihnachtsmusik übrigens auf den Ohren. Ja, aber wie gesagt, es passt ja schon zu der Zeit, dass jetzt die Weihnachtsware ja schon in den Läden steht. Ja, weil die Dominos, diese Schokodominos, die sind ja auch sehr, sehr lecker. Und die stehen jetzt schon in den Regalen. Okay. Ja, ich bin heute einkaufen gewesen. Das war übrigens auch der Grund, warum heute Nachmittag. Ich hatte ja geschrieben, dass ich dass da was zwischengekommen ist. Ja, ich musste nämlich dringend einkaufen, weil ich hatte nichts mehr im Kühlschrank gehabt. Und ich weiß, wenn wir um 19 Uhr anfangen, das wird lang. Das wird sehr lang. Stimmt. So, aber verständlicherweise, ich will morgen auch noch ein bisschen was zu essen im Haus haben. Ja. Ne, und dadurch, dass ich was? Rechtzeitig einkaufen, ne? Ja, hab ich ja. Das ist nicht rechtzeitig. wenn du schon nichts mehr da hast. Doch. Okay, vielleicht hast du auch Bier, keine Ahnung. Ja gut, das ist jedermanns Geschmack. Also mein Geschmack ist es nicht. Das hatten wir im Don't Drink and Drive. Hatten wir es ja schon ausprobiert. Und wie gesagt, mein Geschmack ist es nicht. Ja. Ich trinke generell keinen Alkohol. Ich auch nicht. Also wie gesagt, das war jetzt eine Ausnahme gewesen, während des Don't Drink and Drive. Einfach wegen dem, einfach des Streams willen. Ja, ist halt so. Und wie gesagt, mein Geschmack ist es nicht. Ich kann auch jedem nur sagen, wenn musst du das für dich selber herausfinden. Ne? Also, ich will es hier nicht verteufeln, keine Frage. Ich will nicht verteufeln. Alkoholtrinker sind die schrecklichsten Menschen oder was immer. Sowas wird mir nie in den Sinn kommen, so etwas in irgendeiner Weise zu sagen. Oh, wir fahren nach Wales rein. Okay. Ich
kann dir nur von meinen persönlichen Erfahrungen berichten in der Hinsicht, dass ich mit 18, war ich da 18? Ich glaube ja, doch, klar, doch, ich war 18 gewesen.